Wahnsinnig spannender Wettkampf, glaube ich, ein würdiges Finale in einer super Atmosphäre hier in Ruppolding. Also ich bin begeistert. Ich glaube, jeder, der da war, auch. Was sagst du jetzt als Veranstalter dazu? Ich kann mich dann anschließen. Also es war wirklich toll. Es war wirklich zum Mitfiebern. Es war ein Gefühl, das war unglaublich. Besonders beim Wilfried, man hat ja gesehen, die ganze Arena hat da gebebt und gefiebert. Bis zum letzten Mann und besonders dann mit Andreas Altmann, Raphael Gorzelik, das war ja ein Duell, das war unglaublich. Und das hat eigentlich fast die ganze Atmosphäre wiedergespiegelt, wie eng das war, wie knapp das war, wie die gekämpft haben. Es hat keinen Fehler machen dürfen. Der Raphael war ja ganz knapp vorne beim Reifen, ist dann einmal abgerutscht und hat man gesehen, da hat der Andreas überholt. Also das war wirklich unglaublich. Ja, jetzt hat Andreas das erste Mal seit dir seinen Titel verteidigen können. Wann war das bei dir und ja, wie kann man die Leistung einstufen, wenn es seitdem keiner mehr geschafft hat? Ja, ich glaube, alleine an dem sieht man es, einen Titel gewinnen kann man ja mal, aber dann mit dem ganzen Druck klarkommen, die Wettkämpfe, die man macht, weil wenn man natürlich seinen Titel gewinnt, steigt man auf, das heißt, man darf in der Champions League starten, man hat viel mehr Wettkämpfe, man muss die internationalen mit den nationalen alles abgleichen und das ist natürlich das Schwierige. Und daran seinen Titel verteidigen ist viel schwerer, als einmal den Titel zu gewinnen. Und von dem her ist der Andi ein würdiger Vertreter, hat wieder gewonnen, hat gezeigt, er hat auch die Nerven bewiesen, hier im Finale einfach vorne mit dabei zu sein, hat sie nicht einschüchtern lassen und hat es ganz toll gemacht. Ja, und vor allem, er hat richtig Konkurrenz gehabt. Die anderen, zweiter, dritter, vierter, die waren schon sehr eng zusammen. Ja. Also das spricht natürlich auch jetzt für die Qualität vom deutschen Strongman-Sport in dem Jahr, oder? Auf jeden Fall. Und es war ja, sagen wir mal, nach der dritten Disziplin haben wir ja drei gehabt. Die waren komplett gleich von den Disziplinen her und also von den Punkten her. Und da hat man es ja schon gesehen, wie hoch das Niveau ist. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich freue mich jetzt schon drauf auf den Ländervergleichskampf Deutschland gegen Österreich, wenn die vier Stärksten, und wir haben ein brutales Team, gegen die vier stärksten Österreicher antreten. Ja, das ist im KUKO am 8. Oktober. Ist dann soweit. KUKO in Rosenheim, Stadthalle. Kennt jeder, ist ganz klar, aber da werden wir noch öfter darauf hinweisen. Es wird ein sehr spannender Wettkampf. Nach über 12 Jahren haben wir mal wieder einen Länderkampf, Deutschland gegen Österreich, und das wird das nächste Highlight hier in der Region. Ja, und was kann man jetzt sagen, wenn die stärksten Deutschen jetzt international sich vergleichen, was können die da erreichen? Das kommt natürlich auch immer auf den Wettkampf und alles drauf an, aber der Andi ist derzeit, soviel ich weiß, steht er bei der Champions League auf Rang 10. Das heißt, die Besten der Besten, und da ist er auf dem 10. Platz. Also kann man schon sagen, das ist wirklich sehr, sehr stark, weil in der kompletten Liste sind über 40 oder 50 Athleten drin in der Top-Liga. Und dann, wenn man auf die weltweite Liste geht, gibt es eine, gibt es ja, wo alle Wettkämpfe überhaupt eingerechnet werden, da sind über 1000 Athleten gelistet und da ist der Andi derzeit so, ich weiß nicht hundertprozentig, aber so um Rang 30. Und da sieht man schon, wie stark er ist.